Nix. Da sind wir doch schon wieder. Olympia ist gerade mal halb verdaut, gefühlt auch noch gar nicht so richtig vorbei und es fliegen schon wieder Luftballons und Herzen und Kretsch hätte gerne den Daumen hoch, aber nein, es funktioniert bei ihm nicht. Was ist das denn? Das ist ja sensationell. Mimi, mach du auch mal irgendwas. Geht das bei uns auch? Bei mir geht gar nichts. Wie macht ihr denn das? Ja, bei mir geht das auch nur nichts. Bei Pommes. Ja, ich bin am Computer, nicht am Handy. Verdammte Scheiße. Ja, dann ist das... Alter, oh, das Feuerwerk. Ist ja wirklich Porno, ey. Mega. Ja. So, also, die einzigartige Handball-Crew Harzblut ist wieder am Start. Einzigartig, weil, was ist an Pommes einzigartig? Ein einzigartig guter Handballer und trotzdem noch berühmter für seinen Iro. Mimi ist der einzige Mensch, der ein Handballspiel analysieren kann, ohne es gesehen zu haben. Und Kretsche ist der einzige Mensch, der mich Herr Schmidt-Sommerfeld nennt. Fällt mir gerade so auf. Männer, es ist schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut verdaut. Pommes, da du hier den schönsten Ausschlag hattest, sagen wir mal im Optischen, was bleibt dir noch so hängen von Olympia und wie kriegen wir das jetzt schön, unsere Silbermedaille, reintransportiert in die HBL? Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich freue mich auf die neue Saison. Ey, kann endlich losgehen. Ja, was ist von Olympia hängen geblieben? Also ich glaube, dass die Jungs ein geiles Turnier gespielt haben und schon eine große Euphorie auch wieder losgetreten haben. Und die müssen wir jetzt transportieren in die HBL. Also die Pause war jetzt lang genug. Ich bin sehr gespannt auf die einzelnen Teams. Es sind ja dann doch einige mit Verletzungssorgen nach Olympia. Ich bin gespannt, wie sich das durch die Saison zieht. Also es wird schon eine spezielle Saison werden und kann endlich losgehen. Pommes, wie machen wir das? Olympia-Euphorie in die Liga transportieren? Die Frage stellen wir uns alle paar Jahre. Ja, das ist wichtig. Ich meine, wir haben halt das Problem, so wie viele andere oder wie alle anderen Sportarten außer Fußball, dass wir halt häufig so eine Eventsportart sind. Also wir haben ein großes Turnier, die Leute sind euphorisiert. Danach schwappt es leider oder geht die Welle peu à peu relativ schnell wieder runter. Aber ich glaube momentan, wir haben viele Ballsportarten, die bei Olympia gut performt haben. Basketball, Handball. Wir haben schon die Möglichkeit, die anderen Sportarten ein bisschen nach vorne zu bringen. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, den Handball zu supporten. ich bin gespannt, wie das jetzt, wie gesagt, wie die Saison losgeht, wie der Supercup wird. Und es wird, glaube ich, eine sehr ausgeglichene Saison. Oh ja, wird die erste deine Live-Handball-Übertragung im Liga-Kontext machen wir zusammen, Pommes. Freue ich mich sehr drauf. Yes. Mimi, du bist auch quasi Mr. Glamour im Handball. Wie kriegen wir den Olympia-Glamour in die Liga? Gut, ich spreche jetzt mal ein bisschen eine neumodische Sprache für die, die es noch nicht tun. Aber ich glaube, es kann schon so ein bisschen ein Key sein, wenn jeder zu seinem Handy greift und so ein bisschen was preisgibt auf Social Media. Ja, natürlich nicht alles, aber ich glaube schon, dass du da auch die jüngere Zielgruppe noch mehr abholst. Vor allem gerade, was Pommes sagt, dass man doch schon ein paar andere Ballsportarten, die auch erfolgreich waren, da sicherlich das eine oder andere auf Social Media tun werden. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Und ich glaube, das sollte man dann ein bisschen professioneller rangehen und vielleicht sich auch Hilfe holen und dann sagen, okay, wie geht man denn an die Sache Social Media ran? Gerade Instagram so ein paar Sachen preisgeben, die man vielleicht nicht so mitkriegt aus dem Trainingsbetrieb. Es können Trainingstipps sein, können Ernährungstipps sein, aber die Jugend, die saugt das auf, diese Infos. Wie läuft denn so ein Tag von meinem Handballidol, von meinem Silbermedaillengewinner ab? Also ich würde das auf jeden Fall aufsaugen. Ich glaube, das könnte schon ein Schlüssel sein. Kretsche, habe ich das richtig verstanden, wenn ich Mimis Aussage jetzt zusammenfasse in die HBL sollte mehr sein wie Mimi Kraus? Ja! Sie sollte ein bisschen mehr sein wie Mimi Kraus. Also das wäre vielleicht der gleiche Satz mit einer anderen Betonung, in einem etwas anderen Kontext, Herr Schmidt-Sommerfeld. Aber wenn ich mir unsere Bilder hier so anschaue... Du arbeitest schon wieder in solchen Nuancen, das ist ja unglaublich. Richtig. Ich finde, dass wir natürlich auch an der Professionalität arbeiten müssen, an unserer grafischen Umsetzung und Darstellung zum Beispiel. Es ist äußerst schädlich, wenn wir zum Beispiel hochqualifizierte Talkformate einfach nur von einer weißen Wand produzieren. Also da glaube ich schon. Ich habe mir ja deswegen diesen Monet hier gekauft. Ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen mehr Mühe, die sich jeder gibt, ein bisschen mehr Einblicken in die Privatsphäre.
anstatt keine Herr Sonnenbrillen, Kraus, ne? Sich nicht verschanzen. Herr Kraus, was ist denn das schon wieder für ein Hintergrund heute? Hä? Was denn? Ein bisschen grün ist doch dabei. Ich bin ja froh, dass er nicht den Turnierbaum wieder irgendwo hingemalt hat. Ich sitze hier auf dem Balkon, ja, apropos Insel von meiner Mama. Schaut euch mal diese Idylle an. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt in diese Richtung filme, dann ist der Hintergrund heller. Also das Licht scheint mir ins Gesicht. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Social-Media-Hack. Immer das Licht einem ins Gesicht an, dass man dieses wundervolle Ding hier erkennt. Ja. Ich sehe schon, also ich glaube, vor dem Talk sitzen jetzt schon wieder alle HBL-Manager so und sagen, ja, das ist ja sensationell, was ich da alles lernen kann. Unglaublich. Aber Männer, dann lass uns inhaltlich werden. Wenn das dann so ist, Mimi, was ich ja total nachvollziehen kann, aber bei deinem Ausblick gerade im 180-Grad-Wendepunkt habe ich keine Sonne gesehen. Warum die Sonnenbrille? Was ist passiert? Was ist da los? Ein ohne Spaß, das blendet wie die Sau hier. Was blendet denn da? Ich glaube, da ist gestern schon wieder was passiert, was heute noch blendet. Nein. Das blendet wie die Sau. Herr Schmidt-Sommerfeld, Spaß beiseite. Ich glaube, zumindest sagt das auch meine Erfahrung und die Erkenntnisse nach den Olympischen Spielen, dass wirklich in der Tat wieder viele Kinder angefangen haben, Handball zu spielen und ihren Idolen nacheifern wollen. Mhm. So, die abzuholen, die mitzunehmen, in der Halle, logischerweise, wo sie dann in der Liga ihre Helden auch wieder sehen können. B, bei Dein, dort, wo sie alles sehen können, wo jede Liga im Prinzip in bestmöglicher Qualität supported, gezeigt und vorgeführt wird. Und natürlich aber auch in unseren Formaten. Und natürlich aber auch, wie Mimi sagt, ein bisschen mehr im Social Media. Das machen, glaube ich, Bundesligisten ab diesem Jahr schon viel professioneller. Wenn ich das sehe, die Social Media Auftritte einiger Vereine haben sich echt verbessert. Wir haben mittlerweile, glaube ich, auch 2, sogar 3 Social-Media-Stellen bei uns im Verein besetzt, also wo viel mehr Alarm gemacht wird als in den vergangenen Jahren noch. Na gut, das aber ist, eine geht ja auch nur für den Content von Bob drauf, oder? 2. Deswegen mussten wir noch eine dritte Stelle schaffen. Das war zwingend notwendig. Das sind natürlich alles Sachen, die auch von Dein gefordert wurden, von der Liga auch gefordert und gefördert werden. Und ich glaube, da entwickeln wir uns auch in eine richtige Richtung. Aber diese Euphorie, was immer unser Problem ist, am Kochen zu halten und rüber zu bringen in die Liga, es ist, glaube ich, eine der interessantesten Bundesliga-Saisons aller Zeiten, die auf uns wartet. Mit deutschen Helden, die bei Olympischen Spielen kreiert worden sind. Eine bessere Ausgangsposition kann es eigentlich nicht geben. Das ist natürlich mal wieder ungeahnt, ungewollt die perfekte Überleitung. Der deutsche Held für mich bei diesen Olympischen Spielen, Renas Uschins. Würdest du da mitgehen, Pommes? Naja, ich finde es immer dann schwierig, wenn man nur einen rauspicken will aus einer Mannschaft. Also wir haben natürlich dann auch andere Spiele gehabt, wo eben andere herausragende Leistungen gezeigt haben, ob es jetzt ein Andi Wolf im Tor war gegen die Spanier wieder oder eben dann auch mal ein David Späth, der dann halt gegen die Franzosen reinkam. Aber Uschins war schon eine Konstante in unserem Spiel. Der hat uns ja bei dem Quali-Turnier zu Olympischen Spielen ja schon zum sehr viel Spaß gemacht und ja, 3-mal Man of the Match geworden. Also er hat gerade in der Nationalmannschaft Richtung Olympia sich stabilisiert und ist eine Konstante geworden, eben da im rechten Rückraum, was für uns sehr, sehr wichtig ist und auch in der Zukunft wichtig sein wird. Also ungern möchte ich jemanden rauspicken, aber wenn man jemanden rauspickt, hast du, glaube ich, mit Uschins schon den richtigen getroffen. Er hat Nikola Karabatic den Goat in Rente geschickt. Hat Karabatic, glaube ich, sogar selber gesagt. Das ist schon unglaublich. Mimi, was muss ein Verein wie Hannover, vielleicht auch er selber, jetzt daraus machen? Gerade das, was ich kann es nur wiederholen. Gretsche meinte dann auch, dass die Vereine dann 2, 3 Social-Media-Stellen geschaffen haben, gerade für den Content für den Verein. Und da ist ja der Content eigentlich auch grenzenlos. Aber gerade Renner selber sollte jetzt Präsenz zeigen auf Social-Media. Er muss ja jetzt nicht alles preisgeben, aber muss sich da mal hinsetzen und dann sich überlegen, ist das wirklich was für ihn? Und ich weiß, der eine ist ein bisschen introvertierter, der andere extrovertierter, aber sich dem Ganzen vielleicht mal eine Chance geben und schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, der Kerl wächst relativ schnell auf Social Media. Was das dann alles für Auswirkungen hat, das kann man ja dann auch dann
ja, dann in Zukunft diskutieren. Aber trotzdem ist es so viel Aufwand dann am Anfang natürlich nicht. Wenn es dann natürlich in die extreme Content Creation geht, dann ist natürlich schon, ja, das ist schon ein Job, wo du viel, viel Zeit investieren musst. Kann ich schon sagen. Pommes Gesicht bei extreme Content Creation gerade. Das würde ich mir gerne nochmal rausklicken. Ja, das ist natürlich. Haben wir einen neuen Talk gerade oder was sind wir hier bei? Ja, nein, ich sag nur, dass der Renners jetzt eine Chance hat, sich selber da auch wirklich auf dieses Podium zu heben, wenn er das überhaupt will, dass er als Hero aus diesen Olympischen Spielen hervorgeht. Ich sehe da natürlich auch noch Golla ganz vorne dabei mit seiner starken Leistung in nahezu jedem Spiel. Und mit seiner extrovertierten Art, ne? Ja, aber trotzdem heißt es ja, er kann ja trotzdem was preisgeben, was... Wie läuft so ein Tag vom Golla ab? Wie oft ist er tatsächlich im Kraftraum? Ist er wirklich zweimal am Tag im Kraftraum, so wie er ja auch aussieht? Ja. Was macht er da für Übungen? Oder trinkt er Espresso Macchiato? Trinkt er doppelt? Trinkt er gar keinen Kaffee? Trinkt er Tee? Das sind alles Infos, das glaubt man nicht, dass das jemand interessiert, aber es ist tatsächlich so. Das merkt man jeden Tag, was da für Fragen reinkommen. Ich glaube, das ist eine Chance, da muss sich der Renner hinsetzen, weil er da doch schon sehr viel von Handball tun kann. So, liebe Leute, das war Harzblut, der Insta-Talk mit Mimi Kraus. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's weiter mit Harzblut, der Handball-Talk. Ja, aber macht ihr beiden Super-Influencer nicht demnächst auch so eine Art Vortrag in Magdeburg, wo ihr euer Social-Media-Programm vorstellt und die Saisoneröffnung moderiert? Ist das nicht so? Oder habe ich da eine falsche Information? Da bin ich ganz falsch informiert. Ist richtig. Lüg nicht, Schmieso. Ja, aber wir erzählen doch da nichts über unser Instagram. Das ist doch natürlich nicht. Aber ich habe tatsächlich schon Anfragen gehabt unter dem Stichpunkt Verjüngung des Vereins, auch mit Hinblick auf Social Media. Na klar, Mimi, wenn jemand, dann du, Alter, ohne Scheiß. Okay. Ja, also, tatsächlich. Du musst doch mal langsam Konzepte schreiben. Also in erster Linie erstmal für dich selbst. Jetzt kommen tatsächlich auch Berater auf mich zu, die mich fragen, ob ich hier das Spielerkontingent sozusagen ohne meine Fittiche nehmen könnte und da mal eine Summit machen könnte, eine Social Media Summit. Weil die natürlich auch erkannt haben, was da auf Social Media gespielt wird. Gut. Anfragen bitte. Wie macht man, Mimi? Anfragen bitte. Und da hier links oben in der Ecke blende ich gleich ein. Das oder per DMs. Direct Message oder mimi@mimikraus.com. Aber erwarten Sie bitte keine Antwort auf Direct Message. Und unter dem Code MIMI20 kriegt ihr dann auch 20% Rabatt. So viel gibt es bei mir nie. Und ich kann nur eins sagen, seid froh, wenn wir einen Termin haben, wenn ich komme. Es kann auch sein, dass ich nicht komme. Das ist das Risiko, was ihr mit MIMI mittragen müsst. 50%. Es gibt 50% Rabatt, weil es auch nur 50% Chance gibt, dass MIMI wirklich kommt. Wir Schweine! Aber ohne Scheiß, sind wir doch mal ehrlich. Mimi ist eigentlich der Einzige, der es richtig macht. Ich meine, wenn ich das machen würde, was Mimi macht, also dann würde meine Community, die ein bisschen kleiner ist, die würde ausflippen. Die würde sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Was machst du denn jetzt, du Vollidiot? Also, das ist ja nicht dein Ernst. Aber wieso? Mimi nimmt, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Mimi nimmt es natürlich auch jeder ab. Mimi macht das schon authentisch und deswegen wirkt es auch nicht lächerlich oder uncool oder sonst irgendwas, weil es ist halt Mimi. Und das ist, glaube ich, die Herangehensweise, oder das muss auch, glaube ich, die Herangehensweise jedes einzelnen Spielers sein, weil was haben wir denn aus der Vergangenheit gelernt, was lernen wir aus der Gegenwart? Wenn es unauthentisch und aufgefropft ist, dann glaubt es dir ja auch keiner. Und dann ist es auch, glaube ich, kein Mehrwert für den Spieler. Sag mal, du wirst aus Uwe Gensheimer keinen Hip-Hopper machen, also jedenfalls nicht glaubwürdig. So. Und das ist, glaube ich, der Weg, dass man schon auch gucken muss. Und da ist Mimi gar nicht der falsche Ansprechpartner. Ganz im Gegenteil. Will das mal jetzt hier nicht ins Lächerliche ziehen. Du musst einen Weg finden für jeden Einzelnen. Was ist das Beste? Dass ein Golla ein Fitness-Influencer wird, es liegt total auf der Hand. So wie die Maschine aussieht, logischerweise. Ja. Oder dass jemand wie Matthias Gitzel über mentale Stärke redet. Wieso nicht? Keine Ahnung. So muss Matthias man halt Gitzel für jeden könnte auch einfach übers Gewinnen reden. Das würde eigentlich schon reichen. Das ist ja alles, man was muss, tut. Man muss ja schon den richtigen Weg finden. Also es ist ja, wenn dann am Ende die Leistung ein bisschen nachlässt, dann kommt der Verein aber auch sofort und sagt, vielleicht machst du mal wieder ein oder zwei Posts weniger und konzentrierst dich mal wieder aufs Handballspielen. Also, ja, aber das ist klar, doch immer so, Pommes. Das ja, ist ja, doch natürlich, immer so. War doch früher ja, aber, auch schon so. Wenn jetzt jemand Bock darauf hat, auf dem Weg zum Training sich da zu filmen und keine Ahnung was, dann ist es authentisch, dann macht er das alles schön und gut. Aber wenn das halt zu viel wird und die Leistung nicht mehr stimmt, klar kriegst du dann auch einen. Weil der Mimi hat jetzt natürlich, das ist jetzt Teil seines Jobs,
Aber die Jungs haben halt als Hauptjob, Leistung auf dem Parkett zu bringen. Und da muss man halt den richtigen Weg finden. Boah, Pommes, also das ist schon, ich kenne das so aus meiner eigenen Karriere. Ey, ehrlich, wenn ich super gespielt habe, dann war es klasse. Wenn ich MTV moderiert habe, dann war es klasse. Wenn ich Frühstücksradio gemacht habe, dann war es super, wenn ich bei Harald Schmidt saß. Und wehe, ich habe mal zwei Spiele gemacht. Ja. Der Kretsche, der macht zu viel, der konzentriert sich nicht auf Handball. Ja. Alter, dann kommt der Bumerang wieder sofort zurück. Ja. Und jetzt in verantwortlicher Position würde ich wahrscheinlich ähnlich denken. Aber es ist doch verrückt. Also ich hatte gestern erst ein Gespräch mit dem Spieler. Jetzt schwenken wir ein bisschen ab, aber wir müssen das kurz mal erzählen. Und der sagte zu mir, Kretsche, ja, ich bin eigentlich jemand, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Tag nur über Handball nachzudenken. Also ich brauche schon auch irgendwie ein Feld, wo ich meinen Kopf mal anders fordere oder wo ich meinen Kopf mal anders fördere. Der guckt auch nie Handball in seiner Freizeit. Also der spielt Handball, ja, aber ansonsten hat er damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das kann manchmal auch gesund sein. Ja, also es gibt, was ich damit sagen will, unterschiedliche Herangehensweisen. Herr Schmidt-Sommerfeld, Sie tanzen auf eine... Schmidt-Sommerfeld, Sie tanzen auf 41 Hochzeiten gleichzeitig. Das stimmt, aber ich gucke immer Handball. Das ist wichtig. So. Ja, wenn du da bist in der Halle und arbeitest und wieder Kohle kassierst dafür, das ist klar. So. Ansonsten machst du 99 Kumpels und machst eine Kumpelshow und eine Hundeshow und was weiß ich, was du die alles noch machst, Herr Schmidt. So. Danke, dass du mich jetzt komplett mit dem Alten ohne Haare in einen Topf wirfst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Lirum Larum, wir wollten doch eigentlich noch, meine Güte, Kretsche, noch eine sportliche Frage zu Renners an dich. Ist das dann zu schnell gedacht, dass man sagt, ist der gefühlt nicht fast Hannover schon entwachsen mit dem Wahnsinn, den der spielt? Oder ist es genau richtig, dass der in Hannover spielt? Jetzt ist es noch genau richtig. Mhm. Und die Frage würde ja dann sein, bei welcher Spitzenmannschaft würde er eine tragende Rolle spielen? Und eine tragende Rolle muss ja der Anspruch eines jeden der Stars sein, die bei den Olympischen Spielen irgendwie herausgekommen sind. Also waren sie ja vorher schon auf dem Weg, wollen wir mal nicht übertreiben, dass das jetzt eine Riesenüberraschung war bei Olympischen Spielen und vorher keiner die auf dem Zettel hatte. Aber klar, ich finde, dass es gut ist für Uschins, noch 2 Jahre in Hannover zu bleiben, weil das ist auch ein wachsender, guter Verein, wie viele andere Vereine übrigens auch. Also ein VfL Gummersbach wächst auch rasant und ist ein guter Verein für Julian Köster gerade, meiner Meinung nach. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht kritisch. Also ich finde das für einen deutschen Spieler in Ordnung. Aber na klar muss, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der Schritt zu internationalen Spielen, vielleicht auch mal außerhalb der Euroleague, schon das ultimative Ziel für jeden sein, der die Ambition hat, Bester auf der Position weltweit zu werden. Also das habe ich zum Beispiel auch gerade am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier wieder gemerkt, als wir gegen West Brem gespielt haben. Mein lieber Freund, das ist schon was anderes. Das ist schon eine Weltklasse, auf die du da international dann triffst, mit der du dich messen musst. Klar muss das auch das Ziel sein, außerhalb der Nationalmannschaft im Verein dich auch Woche für Woche mit dem Besten zu messen. So, und auch, aber auch da, ne? Mental und körperlich in diesem Rhythmus zu sein, der dir dann, glaube ich, auch hilft, das im Januar besser durchzuhalten. Ne? Glaube ich, wenn du es gewohnt bist. Aber auch da sage ich dir, das meine ich wirklich so, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der hat ein geiles Turnier gespielt und Renners hat bestimmt gute Möglichkeiten. Aber der ist noch jung, ne? Also der wird sich entwickeln, der wird auch Phasen haben, wo es eben, das hat er ja selbst auch gesagt. Er nimmt das jetzt natürlich mit, weil gerade läuft super. Aber er weiß, glaube ich, auch selbst, dass es halt auch schnell gehen kann, dass jetzt in der Saison vielleicht mal kommst du nicht so gut rein. Das ist jetzt und dann hier immer und sagen, einer die Euphoriebremse spannt. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, weil wir aber auch immer schnell darin sind, uns einen zum Hero zu machen. Und der hat dann eine ganze Menge Druck. Und da haben wir in letzter Zeit auch schon häufig ins Klo gegriffen, weil wir einfach vielleicht einem Jungen zu viel Druck gemacht haben. Deswegen sage ich immer mal ein bisschen langsam. Renners wird seinen Weg machen, aber es wird auch Phasen geben, wo es mal nicht so läuft. Und dann dürfen wir halt nicht wieder, oh, was ist denn da los? Ja, der ist ja noch jung, der Junge. Mimi, was wäre dein Rat an ihn? Und bitte sag jetzt nicht, was er auf Social Media machen soll, sondern ich meine in dem Fall handballerisch. Tiefstapeln auf Social Media. So, und da, bevor wir jetzt wieder hier zu viel erwarten und hier eine Parole nach der anderen raushauen und er am Schluss dann nach Dänemark wechselt, lassen wir es lieber bleiben. Nein, Spaß. Spaß. Ja, hau doch mal einen raus, meine Parole. Nein, ich muss es wieder betonen, ich muss dem Kretsche da leider recht geben. Ich glaube,
Da ist an Hannover jetzt wirklich ein, zwei Jährchen gut aufgehoben. Wobei ich glaube trotzdem, nächstes Jahr geht es zu den Füchsen Berlin, dass die endlich mal da hinten rauskommen aus dem Loch. Aus dem Abstiegskampf. Sag mal, du kennst doch unsere Personalpolitik, Herr Kraus, ehrlich. Warum sollte Renners Uschins auch nach Berlin gehen, um dann drei Viertel der Saison gegen den Abstieg zu spielen? Das ist ja immer das oberste Ziel von Kretsche, dass sie nicht abgeben. Er wird rechte Außen. Auf diese Saisonprognose bin ich jetzt schon gespannt von Kretsche. Ja, ich denke, wir sind klare Außenseiter. Ich sehe uns in etwa mit Bietigheim gleich vom Kader her. Da trinkt er erstmal einen tiefen Schluck. Kretsche. Kiel könnte Uschins gerade gut gebrauchen, ehrlich, nach dem Ausfall von Reinkind. Da würde Renners wahrscheinlich Spielzeiten auch bekommen, gerade beim THW. Da hast du recht. So. Lass uns sofort da reinstürzen. Kretsche, mich würde ganz schnell noch deine Meinung interessieren. Axel Kromer, Ende des Monats, dann auch von seinen Aufgaben freigestellt beim DHB. Ich sag's mal, ich versuch's mal in ganz kurz, wer die Sache nicht so mitverfolgt hat. Ich glaube, beim DHB waren alle immer sehr zufrieden, wie er das rund um die Nationalmannschaft, also die A-Mannschaft gelöst hat, was er da so organisiert hat. Aber als Generalist hat's ja der Präsident, glaube ich, manchmal genannt, was er noch so für Sachen für den Verband hätte machen müssen, war man wohl nicht so zufrieden. Axel Kromer hat jetzt gesagt, er musste den Arsch hinhalten, Zitat, für Sachen, die gar nicht in seinem Bereich waren. Dass da jetzt beide nicht happy sind, wenn man auseinandergeht, verstehe ich. Welche Seite kannst du gerade eher verstehen, Kretsche? Also ich glaube, dass die Nationalmannschaft durchaus zufrieden war mit der Arbeit von Axel Kromer. Also wenn man mit Alfred auch spricht oder mit DHB-Verantwortlichen auch spricht. Ich finde, dass das große Problem des DHB ja immer die Kommunikation war. Und dann hat man ja schon auch in Krisensituationen, wenn dann nur Axel Kromer gehört, der dann vor die Kamera mal getreten ist und den man dann immer schon auch vorgeschickt hat. Ich glaube, für fehlende Kommunikation, natürlich auch mit der Causa Axel Kromer, kann er ja nichts. Also da ist ja einfach schlecht vorbereitet, schlecht kommuniziert, schlecht nachbereitet worden. Wir haben ja das Thema immer wieder aufgegriffen, weil es so schlecht gehandelt wurde. Aber die Arbeit von Axel Kromer, wenn man sich mit Menschen unterhält, die mit ihm gearbeitet haben, und das dann auch beurteilen können, da sagt keiner was Schlechtes. Also da hört man nur lobende Worte über ihn. So. Und warum dann der Vertrag nicht verlängert wurde, auch das muss man die DHB-Verantwortlichen fragen. Das weiß ich wirklich nicht, Herr Schmidt-Sommerfeld. Und jetzt nenne ich Sie wieder sehr seriös bei Ihrem Nachnamen. Da danke ich Ihnen sehr für, Herr Kretschmer. Ja. Finanzielle Aspekte haben wohl eine Rolle gespielt, die genaue Aufgabe, wie gesagt, dieses Generalistentum. Aber lass uns in die Bundesliga stürzen, da wir jetzt schon relativ lange noch bei der Nachsorge waren. Fangen wir vielleicht ganz oben an. Pommes, der Meister SC Magdeburg, geht auch als Meister-Top-Favorit in die neue Saison oder hast du wen anders ganz oben? Ich habe jemand anders ganz oben. So wie letztes Jahr, selbe Mannschaft. SG Flensburg-Handewitt ist für mich dieses Jahr ein Jahr reifer. Wir haben letztes Jahr ja gesagt, gute neue Verpflichtungen. Dann war Kai Smits halt raus. Püttling hat jetzt sein erstes Jahr da gespielt. Jetzt haben sie Kirkelücke noch dazu geholt. Also werden stabiler sein als letztes Jahr und sind aufgrund dessen, dass sich sonst gar nicht so viel in dem Kader getan hat, für mich wirklich dieses Jahr erneut Nummer 1. Letztes Jahr ging es ja, war ja das, was wir auch gesagt haben. Sie müssen sich schnell finden, das hat nicht funktioniert. Aber jetzt ist der Trainer auch schon ein Jahr da. Also für mich sind sie dieses Jahr an 1 gesetzt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Püttle-Krikau, diese Kombi im zweiten Jahr. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ja letztes Jahr Magdeburg gesagt, dieses Jahr finde ich es noch schwerer zwischen den beiden. Mimi, wie stark siehst du Flensburg? Ja, ich glaube, es wird ein. Also ich setze wieder auf Magdeburg. Als Verteidiger ganz oben. aber ich sehe Flensburg tatsächlich auch so wie Pommes, dass sie jetzt wirklich mehr Zeit hatten, sich einzuspielen. Sie werden kommen, sie werden jagen, wenn nicht, werden sie. Also sie werden ein ernstes Wörtchen mitreden da vorne, ganz klar, um die Meisterschaft. Und ich habe aber auch mit Andy Wolf im Team natürlich auch hier ganz oben auf der Liste, weil wir wissen alle, was ein Torhüter ausmacht. Und jetzt hast du so eine Maschine. Hast du wirklich? Ja, wirklich. Doch, ich glaub's wirklich.
Andi, du hast so, Kiel so letztes Jahr nichts zugetraut, total abgeschrieben. Jetzt kommt Andi Wolf und jetzt hast du sie bei der Meisterschaft ganz oben. Ich habe auch ganz klar die Torhüterposition kritisiert letztes Jahr. Ja, das habe ich ganz klar gesagt. Und jetzt ist ein Andi Wolf da und du weißt selber, was das ausmacht. Wie viel Selbstbewusstsein, wenn der da hinten das Garagentor zuzieht, seinen Vorderleute geben kann. Und damit schießt du sie oben schon wieder mit rein. Das reicht dir. Ich sag mal, unter die Top 3, sie werden da ein ernstes Wörtchen mitreden. Mein Meisterschaft... Top 5. Das heißt ja, Mimi, also ich gehe jetzt mal von Magdeburg, Flensburg und Kiel aus Top 3. Das heißt, du hast die Füchse nicht da drin. Ja gut, Füchse haben wir ja vorhin gesprochen, die steigen, die hängen hinten rum. Abstiegskampf. Nee, das ist Kretsches Aufgabe. Es können hier nicht zwei Leute die gleiche Platte abspielen, dann wird es langweilig. Deshalb warte ich jetzt mal auf Kretsches Einschätzung. Mimi hat sich einfach weiterentwickelt als Experte. Er hat sich mit der Materie beschäftigt. Man muss sagen, er ist langsam im Handballzirkus drin. Wie schon gesagt, er moderiert Eröffnungsveranstaltungen in Magdeburg. Er ist ernst zu nehmen. Er ist beim DHB als Teammanager im Gespräch. Die Aufgaben werden nicht weniger, die Anfragen werden mehr. So, also da spricht auch eine gewisse Qualität aus Michael Kraus. Trainertum ist noch nicht vom Tisch. Er ist nämlich nicht mehr der Mimi. Er ist jetzt Trainertum ist noch nicht vom Tisch. Bei Kretsche sitzt der Stachel tief. Merkt ihr das? Warten wir mal ab, was die ersten Wochen noch passiert. Wer zuerst seinen Trainer entlässt? So, da kommt dann der Michael Kraus, der neue Trainer. Mit Markus Bauer als Co-Trainer im Gepäck. Pass mal auf, was dann passiert. Jetzt schießt der Pfeile, du jetzt schießt der. Der war als Co-Trainer. Keine schlechte Konstellation. Ja, stimmt. Okay, Kretsche, komm, dann stelle ich dir die schwerste Frage vorneweg. Ja. Schafft ihr dieses Jahr einen einstelligen Tabellenplatz? Oder das kriegen ist wir das hin. Vermessen? Das kriegen wir hin. Davon gehe ich aus. Ansonsten bin ich bei meiner internen, was hat Mimi gesagt? Neudeutsch, Modeworte. Bei meiner internen Prediction bin ich tatsächlich Füchse Platz 4. Also ich habe die anderen drei auch vor uns. Nein, du hast Kiel auch vor euch. Warum? Ja, warum? Ja. Schmerz. Also ich würde mal sagen, das liegt in erster Linie mal am Kader. Also wenn wir bewerten ja die Mannschaften und die Einordnung der Mannschaften an der Stärke der Kader. So, das ist mal die Voraussetzung vor einer Saison. Und dann kommen psychologische Effekte dazu, dann kommen Mannschaften dazu, die haben Lauf, die entwickeln eine Teamchemie, die dann überraschend sind und die dann eine Saison Überraschung im Positiven als auch natürlich im Negativen sind. Weil Mannschaftssport ist oft, und das wissen wir ja alle, viel mehr als nur die individuelle Stärke. Aber wenn man in die Saison reingeht, guckt man auf die individuelle Stärke und da ist Magdeburg, Flensburg und auch Kiel schon stärker als wir, muss man schon sagen. Eigentlich auch Messungen, aber die sehe ich trotzdem ich hinter auch, uns. Ich auch. Auf Platz 5. Guck mal, da hat ja jemand gelernt. Ne? Ich erinnere immer noch gerne an die erste Folge Kretsche Schmieso, unsere Meisterschaftswette, die war bis heute. Aber ja, gut. Aber Herr Schmidt-Sommerfeld, was heißt gelernt? Also wenn Messungen im letzten Jahr nicht geschafft hat, in die Top 3 zu kommen, und im vorletzten Jahr nicht geschafft hat, in die Top 3 zu kommen. Und sie haben immer einen überragenden Kader gehabt. Jetzt haben sie wieder einen überragenden Kader. Irgendwann glaubt der Verein wahrscheinlich vielleicht selber nicht mehr. Also Und Gretchen, da bin ich voll bei dir. Und dann vom Vorstand eine Aussage kommt, Geld allein reicht nicht, um Meister zu werden. Ach echt? Ja, aber stimmt doch, Mimi. Ja, natürlich. Aber was gegen die Aussage? Da kannst du doch auch nicht von Meisterschaft reden. Jetzt mal ganz im Ernst. So. Naja, ich finde die Aussage in dem Zusammenhang eher komisch, dass man, glaube ich, 6 neue Spieler holt und sagt, wir haben unser Konzept jetzt aber geändert. Also, wir wissen jetzt und haben herausgefunden, dass Geld jetzt tatsächlich nicht das ultimative Mittel ist, um erfolgreich zu sein, und holen aber Cavalcanti, Damul, Aaron Menzing und auf die anderen kommen wir auch noch nachher später zu sprechen. Also deswegen aus der Erfahrung auch der letzten Saison und unserer vielen Gespräche, Herr Schmidt-Sommerfeld, sage ich, irgendwann muss Melsungen, aber ich glaub nicht, dass es dieses Jahr dann schaffen. Aber das kann ja genau das Gegenteil wieder, wie wir ja oft wissen, mit sich bringen.
Das würde jetzt aber auch heißen, also danke für die Erklärung, dass wir unsere Prognose auf der Kaderstärke machen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich wäre jetzt einfach nach Buchstaben gegangen und hätte die dann einmal so runtergeschrieben, so von dem Alphabet und so. Da hast du mir wieder sehr geholfen. Vielleicht mache ich meine Tipptabelle dann doch nochmal anders. Das heißt ja dann aber im Umkehrschluss auch, dass die sportliche Führung in Kiel einen viel besseren Job gemacht hat als die in Berlin, weil sie einen besseren Kader hat. Vielleicht hat die sportliche Führung in Kiel aber auch doppelt so viel Geld wie die in Berlin. Das könnte auch der Grund so sein, viel? Herr Schmidt-Sommerfeld. Ist das wirklich so? Ja, aber das ist ja nun eine Annahme, die du hier in den Raum stellst, Herr Schmidt-Sommerfeld. Das spricht nicht gerade für ein Handballfachwissen, ehrlich. Also das hat schon auch mit ökonomischen Möglichkeiten zu tun. Ja gut, man, die bezahlt aber jetzt auch nicht in Haferriegeln, ne? Habe ich mal gehört. Manchmal wünschte ich mir wirklich, dass die interne Tabelle der Budgets der Handball-Bundesliga einfach öffentlich gemacht wird. Dass jeder offenlegen muss, was kostet meine Mannschaft. Ja, bitte. Jetzt nicht die Gehälter, weil das würde, die Gehälter, das würde zum Mord und Totschlag führen. Was glaubst du, was ein Kretschel kostet? Aber das, der gehört doch nicht zur Mannschaft, Herr Schmidt-Sommerfeld. Das ist immer noch Herr Kraus. Der mit der Sonnenbrille ist. Ich bin der andere. Mit Beleidigungen um sich. Kretschel, ich glaube, behackt oder was? Hat sich wieder getarnt. Nein, das musst du doch mit einbeziehen. Logischerweise. Okay. Ja, ich wollte dich doch nur ein bisschen provozieren, aber das hat ja auch einigermaßen geklappt. Ja, aber nochmal, und die Einschätzung kommt ja nicht von ungefähr. Also nehmen wir doch nur mal Magdeburg, auch wenn Pommes jetzt Flensburg vorne sieht, was man durchaus vertreten kann. Man kann das so formulieren, weil Flensburg ist ein Brett, der Kader ist ein Brett. Also so ohne Wenn und Aber, soll immer gucken, okay, kommen aus dem olympischen Jahr, hatten, glaube ich, keine Ahnung, 9 Olympiateilnehmer oder 8, die dabei waren, weiß gar nicht genau. So, das wird auch nicht ganz leicht, aber die Mannschaft ist Hammer. So, und die haben es ja letztes Jahr in Person von Lubomir Vranjes offensiv formuliert, dass sie in ein paar Jahren, das sind ja jetzt nicht 10 oder 15, die Champions League gewinnen wollen. Gewinnen wollen. Mhm. Nicht da wieder reinkommen wollen, sondern die Champions League gewinnen wollen und so ihre Kaderpolitik auch ausrichten. Der Kader ist ein Brett, ohne Schwachstelle auf irgendeiner Position. 2 gute Torhüter, jede Position doppelt gut besetzt. So, dann hast du Magdeburg. Und Magdeburg reagiert einfach mal auf Ausfälle. Also wenn da mal eine Verletzung kommt, wie rechts außen, dann kommt halt noch ein Isaac Persson. So, dann wird klar, ein bisschen verletzt, möglicherweise fällt er ein paar Wochen, Monate aus. Ja, dann holen wir noch den Manuel Zehner. Holen wir den noch auch noch kurz ins Team und haben mittlerweile einen 20-Mann-Kader der SC Magdeburg. Also A, ökonomisch, Hut ab. B, natürlich aber auch sportlich nochmal mögliche Probleme abgefedert. So. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich jetzt ins Detail gehe mit Pascal. Wenn du Magdeburg kriegen kannst und Flensburg eventuell die Nase vorn haben sollte um die deutsche Meisterschaft, dann am Anfang. So wie Flensburg letztes Jahr. Flensburg hat am Anfang viel liegen gelassen und hat es dann nicht mehr aufgeholt. Und das könnte Magdeburg vielleicht dieses Jahr passieren, weil Felix Klar halt längere Zeit ausfällt. Also wenn die anderen Mannschaften da sind, in der Anfangsphase und Magdeburg vielleicht 1-2 Niederlagen mal kassiert. Das wäre die Chance für Flensburg, aber dann dürfen die anderen natürlich auch nichts liegen lassen, logischerweise. Aber das ist ja natürlich auch das, was, wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen unterkretscht, hat uns ja vor 3 Stunden gesagt, macht euch mal Gedanken. was dann natürlich ja, dann auch. Das muss ich auch euch vor 3 Stunden sagen, wenn ihr wisst, dass wir heute einen Herzblut-Talk haben. Mir hat das nicht gesagt, deswegen komme ich hier wieder wie Ume reingelaufen. Aber ist ja klar, und deswegen habe ich ja auch gesagt, natürlich guckt man sich an. Und Flensburg, da gab es halt keine große Veränderung im Kader. Also die bleiben so zusammen, die haben keine großen Abgänge. Okay, Einarsson ist weg, dafür kommt Kirkelücke. Der Rest ist da und die sind gesund. Magdeburg, da ist jetzt gerade viel gewechselt worden, neue Leute dazugeholt, eben aufgrund von Verletzungen. Du weißt nicht, wie lange fallen die aus. Klar, ganz, ganz wichtiger Spieler, der am Anfang definitiv nicht dabei sein wird. Smarason wird ihnen brutal fehlen, glaube ich. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Jetzt haben sie ja, okay, sie haben 10 da dazugeholt, aber passt er so da rein, wie jetzt zum Beispiel Smarason und Klar, die haben letztes Jahr sofort funktioniert bei Magdeburg, wo wir alle gesagt haben, wow. Also das sind alles große Fragezeichen. Und deswegen, und bei Flensburg, die sich gegen Ende der Saison stabilisiert haben, die European League gewonnen haben, die jetzt keine Veränderungen im Kader haben, einfach mit Kirkelöke noch einen guten Mann dazugeholt haben,
ist für mich dann wirklich am einfachsten auch zu sagen, ich glaube wirklich Flensburg, dieses Jahr wird es Flensburg machen, weil Magdeburg, keine Ahnung, wie sie das alles auffangen können, auch wenn sie nachverpflichtet haben, aber wenn die Jungs alle wieder fit sind, ja, keine Frage, dann haben sie eine absolute Top-Mannschaft, aber wann sind sie wieder richtig fit? Und mit Kiel, ja, sie haben einen überragenden Torhüter dazu geholt, sie haben Emil Mantzen dazu geholt, aber Reinkind wird ihnen fehlen. Wird bei den Füchsen Berlin, wird Lasse Andersson so ein Jahr spielen wie letztes Jahr, kriegt er das auch nochmal hin? Wird Gitzel durchhalten die ganze Saison nach Olympia? Da ist der Kader halt einfach kleiner, deswegen habe ich die Füchse gerade bei mir auf der Liste auch nur auf 4 stehen. Also es sind halt viele Sachen, die man im Vorfeld nicht weiß, aber wir müssen natürlich mit dem arbeiten, was wir aktuell haben, und da ist für mich Flensburg vorne. Aber gefühlt sind wir uns schon alle einig, wenn nichts ganz Überraschendes passiert, dann haben wir alle nur Magdeburg oder Flensburg an 1 und 2, oder? Ihr habt es ja genau erklärt, der Magdeburger Kader unfassbar tief, vielleicht braucht er am Anfang noch ein bisschen, der Flensburger Kader steht jetzt das zweite Jahr so da, der Trainer hat sich ja auch gelernt aus diesen Fehlern, die vielleicht passiert sind, also er hat ja über seine Rotation gesprochen, dass das gar nicht wechseln und dann vielleicht wieder sehr viel wechseln, so dass er sich da auch erst finden musste sozusagen. Also irgendwen, der da richtig reinstößt, sehen wir alle eher nicht, oder? Es läuft nur über die beiden? Yes. Ja, also das Einzige, was Flensburg zerstören kann, ist der Druck auf den Kessel. Also ich meine, ich glaube, die hatten nach den Olympischen Spielen 2 Tage Pause. Dann hat Krikau die mal wieder einbeholt und das ist natürlich schwierig. Einberufen. Einbeholt, sagt man nicht. Einberufen, vielleicht. Doch. Bei der Bundeswehr damals wurde ich auch einbeholt. Oder? Wurde ich geholt in so ein Auto und da reingestopft und dann. Und so kann ich mir das ja in Flensburg gerade vorstellen. Deswegen habe ich das Wort gewählt. Lass mich. Einbeholt gibt's gar nicht. Gut, dass du das nochmal verifiziert hast. Fuck, so. Alter, habe ich mich wieder im Wort vertan. Also, die hatten 2 Aber schön, Tage. Dass du das galant mit einem Fuck moderiert hast. Das hat mir gut gefallen. Wir brauchen da ein Meme. Das ärgert mich wirklich mittlerweile. Ne? Ich werde echt älter. Und dann fallen mir Fremdworte manchmal nicht mehr ein. Aber ich will hier keine medizinischen Podcasts draus machen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber ja. Druck ist auf dem Kessel in Flensburg. Erwartungshaltung ist enorm. Der Kader ist brutal. So, Krikau steht unter Druck und er hat natürlich auch keinen geringeren als Lubomir Vranjes hinter sich. Hoffentlich im sportlichen Führungsbereich. So, also dort muss natürlich auch geliefert werden. Ob dieser maximale Druck, den Flensburg jetzt auch hat, helfen kann, wird sich zeigen. Die Mannschaft ist brutal. Der Urlaub war meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das müssen die Verantwortlichen besser einschätzen und wissen in Flensburg. So, und wenn dort jetzt verletzungstechnisch, das müssen wir ja immer mit einbeziehen in die Analyse, so wie Pommes das auch gerade gesagt hat, nichts Schlimmes passiert, dann ist das die Top-Mannschaft der Liga, natürlich. Oder zusammen mit Magdeburg die Top-Mannschaft der Liga. Ich möchte da jetzt keine Unterschiede machen, weil das, was der SCM hat, gerade im Rückraum auch, das ist schon stark. Und ich habe mich im Sommer mal mit einem Experten unterhalten. Ja, und dann ging es auch so um Handball allgemein. Also hast du vorm Spiegel gestanden oder was? Ja, danke, Herr Schmidt-Sommerfeld, für Ihr oft Selbstgespräch mit mir. Klar, im Bad habe ich mich da direkt vorne gerade mit mir selber unterhalten. Natürlich. Und dann haben wir über die Bundesliga gesprochen und dann sagte er, Kretsche, du hast nur eine Chance, wie du Magdeburg schlagen kannst. Du musst einen von denen wegholen. So das Bayern-Prinzip. Also du musst klar Gisli oder Magnusson, du musst einen von denen wegholen. Aber die haben ja bis 28 und 27 alle verlängert. So, oder haben alle Vertrag. Das hat der SCM ja überragend gemacht. Aber das war seine Antwort auf, wie kann man Magdeburg schlagen? Muss einen von denen wegholen. So. Mein Gefühl wäre ja, die ganze Liga wäre aufgegangen, wenn jemand den Herrn Wiegert zum DHB geholt hätte. Ne? Weil ich glaube, das wäre der Allerwichtigste, der da mal weg müsste aus Sicht der Konkurrenz. Ist aber auch eine Frage. Boah, dieses System SC Magdeburg funktioniert ja auch mit unheimlich viel Ehrgeiz, mit unheimlich viel Emotionen, mit unheimlich viel Druck. Also nochmal, wir haben das ja im letzten Jahr auch schon mal thematisiert. Diese Spannung in diesem Verein ist ja immer auf maximal. Also da wird ja nicht ein Millimeter mal locker gelassen. Und wenn locker gelassen wurde, wie zum Beispiel im Champions League Final Four, was
vielleicht ein bisschen ruhiger angegangen wurde in der letzten Saison, dann ist es vielleicht auch dann schon nicht mehr hundertprozentig erfolgreich. Wir haben uns oft gefragt in diesem Podcast, warum spielen die Isländer so gut für Magdeburg und so schlecht für die Nationalmannschaft? Schlecht in Anführungsstrichen. Klar, es hat viel mit Benno zu tun. Und die Schlussfolgerung oder die Nachfrage, da muss man ja dann auch mal Herrn Kraus aus der psychologischen Sicht mit einbeziehen, ist, wie lange kann Benno das? Also ist das nicht auch auffressend? Ja. Ist das nicht auch irgendwie an sein Limit gehend irgendwann auch mal endlich oder so? Das ist ja auch eine Frage, wenn man den Trainerstil hat und ihn so praktiziert, wie lange geht's? Mimi, weiß ich nicht. Du kennst dich mit Emotionen besser aus als ich. Alter, haut der mir eine um die Ohren. Naja, ich meine, ich habe ja schon das ein oder andere Mal Kontakt mit Benno und du merkst ja in jedem Gespräch mit ihm, wie sehr er für diesen Verein brennt und was er noch vorhat. Aber trotzdem glaube ich, dass ganz weit im Hinterkopf dieses Thema Nationalmannschaft auf jeden Fall in ihm drin schlummert, sagen wir es mal so, aber er einfach noch zu viel vorhat mit diesem Verein und auch selbst, wenn du dann Nachrichten kriegst und dann Benno ins Gespräch bringst für einen Nationalcoach, was ja völlig vom Tisch ist gerade, dann bekommst du natürlich aus Magdeburg von der Fanbase Nachrichten um die Ohren, alle mit Niveau und sagen, hey, hör mal auf hier und Benno ins Rennen zu bringen, hey, der gehört nach Magdeburg, der bleibt hier auch, damit es klar ist. Da siehst du ja mal, was da Sache ist in Magdeburg. Ich meine, Kretsche weiß es ja, wie die Fankultur in Magdeburg ist. Und ich glaube, das möchte er einfach noch bis zum Äußersten ausreizen und ausgenießen. Und er einfach sagt, er ist noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Ist das möglich, Pommes? Also, weil das mich echt interessiert. Hältst du das für weitere Saisons auf dem Niveau, für viele weitere Saisons auf dem Niveau machbar? Also ich versuche mal andersrum zu denken. Ich glaube nicht, dass Benno damit zufrieden wäre, wenn er das jetzt aufgeben würde und Nationaltrainer wird, so wenig zu tun zu haben. Da ist er noch zu jung für. Also, er braucht es, glaube ich, schon, dieses tagtägliche Geschäft mit seinen Jungs. Ich glaube, wenn du da ein bisschen weiter bist, ein bisschen erfahrener bist, ein paar Jahre mehr noch auf dem Buckel hast, auch wenn Benno schon viele hat. Das meine ich gar nicht, Thomas. Ich meine das Thema Nationalmannschaft überhaupt nicht, weil das ist, da mache ich jetzt mal seit geraumer Zeit sowieso einen Haken dran. Ich meine die Intensität, mit der er das betreibt und die Intensität, mit der die Spieler ihm auch folgen, ob das irgendwann endlich ist oder ob man das einfach weiterführen kann, noch eine Saison und noch eine Saison. Ich glaube, er will vielleicht, dass es unendlich ist. Ich glaube aber, irgendwann werden da auch Automatismen raus. Da wird irgendwann, geht vielleicht ein paar Prozent der Energie auch flöten. Und ich glaube, auch wenn man es dann gar nicht will, aber dass man dann doch vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen nachlässiger, ein bisschen weniger macht, ein bisschen, auch wenn man es nicht will. Also ich glaube, es ist schwierig, dass mit der Intensität, wie er das jetzt über Jahre hinweg schon macht und was er da rausholt, auch aus sich selbst rausholt, keine Ahnung, ich glaube schon, dass das endlich ist und dass es irgendwann ein bisschen nachlassen wird. Ja, das ist ja die Frage. Weißt du, aber wenn wir ihn sehen, haben wir die letzten Jahre oft besprochen, du siehst ihn an der Außenlinie während des Spiels, Spiel geht los, Schalter umgelegt, von Minute 1. Wahnsinn, anderer Mensch, Benno. So, du siehst ihn natürlich dann auch in Podcasts, oder da siehst du ihn nicht, da hörst du ihn eher, aber in irgendwelchen Interviews und so weiter, wo er sagt, er kommt schon an seine Grenzen und er ist ja auch noch Geschäftsführersport. Also er ist ja nicht nur Trainer, sondern jetzt nach der Saison dann noch sich um die Spieler zu kümmern, um Spielerverpflichtungen zu kümmern und so weiter. Macht ja auch alles er. Also ist ja eine Person. Das ist genau das Ding. Da habe ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt schon mehrere Wochen her, da habe ich mal mit ihm genau darüber geredet und er hat schon gesagt, ewig lang lässt sich besonders dieses Doppel nicht machen. Er braucht da Hilfe in gewissen Sachen und muss dann Sachen delegieren und abgeben. Ich glaube, das ist genau das, was ihr auch so ansprecht, das, was man mit der Zeit besser kann. Ne? Da, also, dass du am Anfang alle Zügel bei dir haben willst, weil du in deinem Kopf, was er ja auch nur sowas von nachgewiesen hat, weißt, wie es funktioniert, du deine klaren Überzeugungen hast und so, der muss ja sozusagen wenig ausdiskutieren, hat da wenig Reibungsverluste, sondern er kann seinem Plan folgen. Das wird halt wieder mehr werden, wenn er sich mehr Hilfe holt, aber ich habe ihn ganz klar so verstanden, dass er sagt, er weiß selber, dieses Pensum, irgendwann muss er Sachen delegieren, weil das nicht endlos geht. Ja, also nochmal, dieses System ist unfassbar erfolgreich in den letzten Jahren gewesen. Es gibt kein, Mimi, was ist da los? Ist Benno in deinem Wohnzimmer oder was ist da passiert? Ich schau mal ganz kurz nach, ja.
Es ist unfassbar erfolgreich gewesen und der Grund ist natürlich auch Benno und sein Trainerteam, die Art und Weise, wie diese Mannschaft zusammengestellt und geführt wurde. Er hat ja alles auf links gedreht und komplett sein eigenes System durchgeführt. Und ich sage dir, diese Mannschaft ist nicht so erfolgreich, wenn die Emotionalität ihres Trainers nicht so wäre, wie sie ist. So. Und dann muss man halt schon, und ich habe mir viele Sachen aufmerksam angehört, der war bei Henning Fritz bei 2012 im Podcast gewesen. Ich höre da schon auch mal rein und hinter die Kulissen versuche mich in ihn auch reinzuversetzen. Das kriegst du doch nicht noch 3 Jahre transportiert. Also irgendwann brennst du doch aus. Dann ist doch mal Schluss. Dann du kannst doch dieses Niveau tagtäglich, schläft 4-5 Stunden die Nacht, das kannst du doch nicht auf Dauer noch 1, 2, 3 Jahre durchhalten. Das ist für mich ein absolutes Wunder, menschlich in der Intensität, was er da macht. Okay, Bob Hanning ist ähnlich, aber nicht mit der Emotionalität und mit der Ansprache an die Mannschaft. Alter, Mimi, hast du ihn geschlagen? Nein, sie rennen hier unten im Garten rum, Mensch. Okay. Ja, dann sag das mal. Beende das mal hier. Das darf gerade nicht passieren, Mimi. Sprich da mal ein Machtwort. Pommes zu Kiel nochmal gesprungen. Ich sehe ja auch diesen Kader, ich sehe auch mit Wolf da eine Top-Abwehr stehen und auch vom Personal her. Ich habe da aber vorne schon noch ein paar Fragen. Das neue Rechtsaußenduo ist spannend, aber da ist mit Ecki natürlich auch so eine Institution weg jetzt nach vielen Jahren. Die Kreisläufer sind alle drei mit schon sehr vielen Meilen auf dem Körper, Överby, Winzek und Peke. Und ich weiß nicht, ob das alles so... das ist ja schon noch sehr shooterlastig, ein bisschen hüftsteif bei manchen Leuten, sage ich mal. Ich habe da so in meinem Kopf, wenn ich mir so überlege, wie könnte der THW spielen, da ist schon eine geile erste Reihe da. Aber ich denke mir die ganze Zeit, es ist immer noch sehr viel Verantwortung für Skippy Schippagötu, das alles so zusammenzufügen und die da so zu lenken. Der Matzen, sein erstes Jahr Bundesliga, der Johansson hat, finde ich, eine grandiose Saison gespielt, aber braucht er wahrscheinlich auch mehr Hilfe, dass er mal in den Anlauf geholt wird und so. Also was die Offensive angeht, ich habe ein paar Fragezeichen beim THW. Du hast ja schon alles zusammengefasst, ist doch gut. Also so, können wir zum nächsten Thema gehen. Aber es ist ja so. Klar haben sie mit Emil Matzen einen guten dazugeholt. Der muss aber jetzt am Anfang auch direkt funktionieren, weil eben Reinkind ausfällt. Die Außenposition, das sind gute Jungs, da mache ich mir jetzt erstmal nicht so viel Gedanken. Die Kreisläufer, klar, Peke war zuletzt auch immer verletzungsanfällig. Wenn der fit bleibt, mit Winzek, der sowieso ein Koffer ist, Överby, das sind alles gute Jungs und die sind dann auch eingespielt. Aber du brauchst natürlich, musst gut durch die Saison kommen. Für sie ist sehr, sehr wichtig, dass Erik Johansson jetzt wieder dabei ist, wieder fit ist. Er hat ja für die Schweden eben nicht gespielt, hat den Schweden auch sehr gefehlt, mit seiner Art Handball zu spielen. Aber auch er hatte zuletzt ja auch immer mal Wehwehchen. Valinius findet noch nicht richtig statt beim THW Kiel. Weiß nicht, ob das irgendwann richtig matchen wird. Also sie sind schon auch sehr davon abhängig, dass ihre Jungs, die sie jetzt da haben, gerade die schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, fit bleiben. Und Schippagötu muss einfach den nächsten Schritt machen. Also wir sind halt jetzt erstes Jahr okay, aber wir sind halt nicht mehr im Straßenhandballer, sondern wir sind halt... Er muss halt lernen, das Spiel ein bisschen mehr zu lenken und nicht zu sehr sein Spiel versuchen durchzudrücken. Das ist genau, glaube ich, die Aufgabe. Das, was Dule lange gemacht hat oder auch Sarah Betz, ne? So dieser Übergang. Ich bin sehr gespannt, wie der funktioniert. Und wo du Straßenhandballer sagst, klingt sich der Straßenhandballer aus. Ich weiß nicht. Ich hoffe, er kommt noch mal zurück. Kretsche, siehst du auch? Ich weiß nicht. Oh, nee. Sag mal. Raus. Hat der uns jetzt ernsthaft hängen lassen hier? Vielleicht hat er wirklich die Kinder angeschrien, die ich es ihm gesagt habe, und dann haben die ihm das Handy kaputt gemacht. Das könnte natürlich sein. Dann habe ich hier wieder für Desaster gesorgt. Aber das ist halt wenigstens ist ein authentisches Format. Lass mich sagen. Mimi ist öfter mal nicht da. Das ist ein authentisches Format. Ach, wir hoffen, er kommt gleich wieder. Kretsche, eins hast du ja schon sehr deutlich gesagt mit der THW. Hast du auf 3 vor euch. Wo kommt das her? Ist es viel Wolf, die Abwehr, oder hast du auch, was den Angriff angeht, ein gutes Gefühl?
Ich glaube, dass der THW letztes Jahr tatsächlich ein Kopfproblem hatte. Also, dass sie nicht an sich geglaubt haben, wie sie es jahrzehntelang vorher getan haben. Und dass diese Überzeugung in ihre Stärken ramponiert war. Und das kann Andi Wolf einer Mannschaft zurückgeben, alleine. Durch Ausstrahlung, durch Aura, durch sportliche Leistung. Also er kann ein Gamechanger für den THW Kiel sein, was das Thema Mentalität angeht. Extrem schlaue Verpflichtung. Freue mich auch, dass er wieder in der Liga ist, weil Andi Wolf ist ein Typ, sagen wir mal so. Ich bin aber bei Pommes, wenn es um die sportliche Qualität der Mannschaft geht, also um die spielerische Qualität, was hat der THW im Tank, wozu ist er in der Lage? Und Dule ist im Spätherbst seiner Karriere, was ihn immer noch zu einem gefährlichen 3-2-1-Abwehrspieler macht und auch zu einem Spieler, der gut vorne teilweise Akzente setzen kann. Ich glaube, nicht mehr über eine ganze Saison hinweg gesehen. Das bräuchten sie eigentlich. Sie bräuchten einen, meiner Meinung nach, Mittelmann, Schieber Goethe ist auf dem Weg dahin, der ohne Fehler sehr strategisch die Fäden zieht. Also sagen wir mal, im letzten Jahr hätte ihn, glaube ich, Andi Schmid nochmal gut zu Gesicht gestanden. Das hätte diese Mannschaft beruhigt und beflügelt und ihr eine klare Struktur gegeben. Und jetzt haben sie zwei solche Young Guns auf halb rechts und halb links, die beide schießen, was das was zugelassen Teufel ist. Hält. Was der Teufel hält. Hey, Willi, warst du im Sprichworte-Trainingslager mit Benno oder warum läuft das bei dir so astral? Ah, wir haben zusammen eine Woche Urlaub gemacht. Und ich fürchte, ich habe mir ein paar Sachen abgeschaut, die mir jetzt nicht so helfen in meiner Entwicklung, anstatt mir die Sachen abzuschauen, die mir geholfen hätten. So, und man muss natürlich auch beim THW sagen, wie sehr ist Schieber Goethe bereit, sich dort zu adaptieren und zu lernen. Auch von den Älteren die Ratschläge anzunehmen, sich zu integrieren und nicht Faroe Island Handball zu spielen, sondern THW Kiel Handball zu spielen. So, das wird, glaube ich, die große Frage sein. Und das hat er im letzten Jahr, er hat sein Talent gezeigt, aber er hat nicht gezeigt, dass er einen THW führen kann, was auch schwer ist in dem Alter. Also vielleicht hat man ihm da auch einfach zu viel zugemutet. Aber das muss der Schritt sein, den der THW geht, um Platz 3 oder mehr zu erreichen. Klar. Ja. Ich finde auch, das gut, dass du es nochmal gesagt hast. Geil, dass Andi wieder da ist. Ich freue mich da immer. Ich fand, das war jetzt auch echt sehr lange. Ich habe den Schritt damals verstanden. Ich hatte auch großen Respekt davor. Ich glaube, in Kielz haben die den mega geschätzt. Aber jetzt drehen sich ja da auch so ein bisschen, soweit ich weiß, finanziell die Rädchen etwas anders. Und ich finde das sensationell, dass der THW das hinbekommen hat, den zurückzuholen. Ich hatte auch immer so das Gefühl, als er damals gegangen ist, dass immer so, ja, das kann ja eines Tages, wenn er dann halt nicht mehr im Schatten von Landin stehen würde, nochmal kommen, weil inzwischen ist er so unfassbar gut, dass er natürlich eine klare Nummer eins ist. Schauen wir noch ganz nach unten, Männer. Abstiegskampf, da tue ich mich immer besonders schwer. Da kann man sich's ja eigentlich leicht machen, Pommes, und sagen, naja, die zwei Aufsteiger, das sind natürlich die Abstiegskandidaten Nummer eins. Machst du es auch so? Ja, also ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Hallo Mimi! Mimi! Leute, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst. Mimi. Jetzt beim Abstiegskampf bist du wieder da. Schön. Da gehöre ich hin. Wo stehen die Füchse? Nein. Ich glaube, es waren doch zu viele Bots. So. Also ich habe, wenn man das jetzt tabellarisch mal, also glaube ich, dass Potsdam ist einfach schwer haben wird natürlich. Ich meine, sie haben ihre wichtigen Spieler, die sie auch jetzt in die Liga gebracht haben, an die Füchse Berlin abgeben müssen. Ist ja so, also Max Benecke wird dann nicht mehr sein, Lasse Ludwig im Tor wird dann nicht mehr sein. Weil, also da habe ich gerade, fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass sie es schaffen werden, in die Liga zu halten. Auch wenn sie natürlich das mit dem Aufstieg stark gemacht haben und vollkommen verdient aufgestiegen sind. Wenn du dann die wichtigsten Leute verlierst, dann ist es halt schwierig, da in der Liga zu bleiben. Und bei Bietigheim, ja, sehe ich es ähnlich. Ich weiß nicht, ob der Kader da stark genug ist, auch wenn sie sich mit Julius Kühn da natürlich ein Shooter dazu geholt hat, aber auch keine Spielpraxis. Zuletzt hatte natürlich in Melsung, wie wird er der Mannschaft helfen können. Es ist halt auch eine andere Art, Handball zu spielen. Ich habe das selbst ja mal miterlebt, als ich von Hamburg über Dänemark dann nochmal ein Jahr in Balingen gespielt habe.
es ist halt einfach ein bisschen anders, auch im Umfeld anders. Also da muss ich auch erstmal finden. Deswegen würde ich jetzt, auch wenn es natürlich Caro einfach ist, die beiden auch wieder als Absteiger oder als Tabellenplatz 18 und 17 setzen. Aber ich glaube auch, dass eine Mannschaft wie Erlangen Probleme haben wird in diesem Jahr mit sehr viel Bewegung im Kader. Keine Ahnung, wie die neuen Jungs sich da finden. Haben die letzten Jahre eh schon nicht so überzeugt. Das hätte Wetzlar letztes Jahr noch schief gehen können, ne? Ja, die waren jetzt nicht so weit davon weg. Genau. Wetzlar auch sehr viel neue Jungs dazu, wichtige Spieler verloren. Also wo ich mir relativ wenig Sorgen mache, auch wenn Manuel Zehnder weg ist, ist Eisenach. Und ich glaube nach wie vor in ihrer Halle zu Hause werden sie ihre Punkte holen mit der Euphorie. Ich glaube, sie werden dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist ein Wort. Ich hätte jetzt genau nach denen noch gefragt. Oh, Mimi, da gehen die Mundwinkel runter, wenn ich das richtig sehe. Siehst du Eisenach auch so? Ich finde, Pommes sagt schon die richtige Sache. Diese Halle ist unglaublich. Ich denke, die Abwehr wird der Trainer, dem die Ideen nie ausgehen, Mischa Kaufmann, wieder geil hinstellen. Aber trotzdem, vorne, also mehr Last als Zehnder kannst du ja nicht tragen. Also ich würde Eisenach auf jeden Fall zu den Abstiegskandidaten dazu zählen, zu den in einem Atemzug mit Bietigheim und auch Potsdam. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also dass es so eine sichere Nummer wird, glaube ich nicht. Also natürlich haben sie den Vorteil, dass sie jetzt ein Jahr Bundesliga-Erfahrung haben und natürlich auch die verschiedenen Abwehrformationen und Kaufmann werden natürlich einige der Mannschaften vor Herausforderungen stellen. Das ist ganz klar. Und man wird sehen, wie sich halt Heinevetter da einfügt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Was denkst du denn? Na gut, dass du dazu sagst, da bist du gespannt drauf. Ja, nee, das kann natürlich eine super geile Verpflichtung sein. Das kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Die Verpflichtung muss wahr sagen, dass... eine ist natürlich auch schon ein gewisses Niveau. Da hast du dich jetzt aber festgelegt. Ja, ich meine, eine ist natürlich auch ein gewisses Niveau und gewisse Professionalität bei seinen bisherigen Clubs gewohnt. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen anders und da muss er sich sicherlich auch umstellen. Deshalb muss sich Heinevetter natürlich auch immer wohlfühlen. Und da ist mit einer Bratwurst halt nicht getan. Ich dachte, er wäre wegen der Bratwurst nach Eisenach gegangen. Also ich glaube, mehr kriegen wir da nicht mehr raus. Catcher, haben wir irgendwen vergessen im Abstiegskampf? Oder irgendwas, was du ganz anders siehst? Ich. Ich dachte, dass du Kretsche heißt. Aber ich kann auch Herr Kretschmar. Nein, es gibt keine andere Prediction. Da hält sich aber einer sehr bedeckt. Also richtige Aussage gab es eigentlich nur von mir. Kann das sein? Ja. Pommes, du hast das stark gemacht. Aber Pommes, wenn du die maximale Ausbeute an qualitativ hochwertigen Aussagen schon abgeliefert hast, was soll denn jeder andere noch hinterherquatschen? Also das ist ja immer das Schicksal, wenn du zuerst antwortest, sitzt der Rest da und denkt, ja super, was kann ich jetzt noch sagen? Ab sofort arbeiten wir in der Reihenfolge. Pommes immer am Schluss. Ja, das soll der wiederholen oder halt uns komplett widersprechen. Geht nicht, Pommes. Also natürlich sagen wir auch traditionell in jedem Jahr, die Aufsteiger sind die potenziell ersten Absteiger. Das hat Eisenach uns letztes Jahr übel genommen, haben sich unsere Worte in die Kabine gehangen und extra aufgedreht, um es auch den Experten zu zeigen, was sie dann am Ende der Saison dann nochmal 3-4 Mal in allen Interviews dann auch gesagt haben und sich bedankt haben bei den Experten. Aber ich glaube auch, dass wenn ich mir die Kader beider Mannschaften angucke, Bietigheim als auch Potsdam, ja, wen sollen sie hinter sich lassen? Also Eisenach hatte halt die Halle und dieses Momentum ihrer unorthodoxen Art und Weise eine Abwehr zu spielen, was zusammen für sehr viel Punkte für einen Aufsteiger gesorgt hat. Dieses Momentum haben die anderen beiden Vereine nicht. Also sie haben einen Aufstieg geschafft und haben den auch verdient, aber haben sie etwas Besonderes, was viele Bundesligisten aus dem Konzept bringen könnte? Meiner Meinung nach nicht. Und deswegen wären das auch meine ersten beiden Absteiger, auf die ich jetzt tippen würde. Und ja, Erlangen könnte Probleme kriegen dieses Jahr. Wetzlar sehe ich eigentlich schon fast ein bisschen stabiler als Erlangen, muss ich sagen.
Und Eisenach, ich unterschätze jetzt mal tatsächlich den Abgang von Manuel Zehnder nicht. Also das ist ein Fund, diese Halle, ohne Frage. Und die Verrücktheit des Trainers ist auch ein Fund. Aber das glaube ich schon, dass das eine Mannschaft wie Potsdam zum Beispiel ausspielen könnte. Also für viele Bundesliga-Gegner wird das eine Herausforderung sein, vor allem in Eisenach zu spielen. Aber für die beiden Aufsteiger, wenn dort gegen eine offensive Abwehr diszipliniert gespielt wird, könnte es eher ein Vorteil sein. Also in den direkten Duellen mit Eisenach sehe ich da sogar gute Chancen für Potsdam und Bietigheim. Da könnte es eher gefährlich sein, wenn du so offensiv agierst. Mhm, mh. Ja, und du hast es ja eigentlich zusammengefasst, aber ich bin da auch gespannt. Es waren halt so viele Tore, es war so viel Verantwortung, was er getragen hat. Es waren ja immer alles. Sehr viele Würfe, die 7 Meter, sehr viele Entscheidungen. Ich bin auch gespannt, wie das so übergeht. Sie haben natürlich mit Grgic noch einen anderen Mega-Shooting-Star. Ich weiß nicht, ob der dann, wobei noch so viel mehr Rolle bei dem oben drauf, direkt, weiß ich auch nicht, ob das überhaupt geht in den jungen Jahren. Zum Abschluss, und ich jetzt halte ich natürlich die Reihenfolge ein. Also Pommes, du musst dich noch gedulden und ich beginne mit Mimi. Sag mir bitte deine Überraschung und Enttäuschung der Saison. Ja, und jetzt sag nicht könnte, aber entweder oder auch hier vielleicht, sondern Überraschung der Saison wird Göppingen. Wenn ich so mitkriege, wie die bei mir am Gym rumhüpfen, mit wie quietschfidel, gute Stimmung. Ich glaube, da wird es ein bisschen Überraschung geben auf der Mitte, dass der wirklich da eine gute Rolle spielt. Und auch generell der Trainer. Hat sich doch bei dir im Gym schon wieder verletzt? Der Trainer, ja. Aber ich meine, du meinst doch jetzt Hellbeck? Oder wen meinst du jetzt? Nein, ich sage jetzt keine Namen. Ich kann dir zu viel verraten, Mensch. Sonst kriege ich einen auf den Gang vom Trainer. Ich kann mich mit dem Kader nicht beschäftigt. Oder? Nein, ich kann nichts verraten. Mensch, da haben wir gestern erst drüber gesprochen. Geht nicht. Auf jeden Fall, der Trainer ist gut drauf, bringt gute Stimmung. Die trainieren wie die Sau. Also ich glaube, leg mich fett. Göppingen wird die Überraschung der Saison. Die Enttäuschung wird die MT Melsungen. Punkt. Ketsche. Was? Bei dir Überraschung, Enttäuschung der Saison. Also ich finde ja schon mal prinzipiell grandios, dass Mimi keine Namen nennt. Weil er den Kader nicht nennen darf von Göppingen. Ihr werdet euch noch wundern, welche Spieler da auf einmal auftauchen. Ich darf noch keinen Namen nennen. Ich dachte mir kurz, als er gesagt hat, auf der Mitte, da werden sich einige wundern. Da habe ich schon, oh, Mimi Kraus, come back. Das ist noch ein Geheimnis. Ich denke, was macht er denn jetzt? Haben die noch mal einen nachverpflichtet? Holen die morgen noch einen oder was ist da jetzt los? Wartet ab. Kommt da noch einer, Mimi, vor der Transfer? Sag mir mal deine Überraschung, das ist er jetzt. Oh, also doch. Guck mal da. Hellbeck verletzt, der neue Mittelmann bei Göppingen. Da wird nochmal nachverpflichtet offensichtlich. Und Mimi weiß schon wieder mehr und sagt es nicht in diesem Talk, ja, in diesem exklusiven... Na gut, also meine Überraschung der Saison. Ich sage, positive Überraschung gilt Gummersbach noch als positive Überraschung nicht mehr, oder? Ja, jetzt nimmst du mir meine weg. Doch. Ja, wenn die noch ein bisschen drauflegen zu letzter Saison, ich bin eh schon überrascht, dass das so gut ist, aber ich bin voll dabei. Doch, aber sag doch, aber was würde es für dich heißen? Also was heißt dann, Gummersbach wird Fünfter und lässt Melsung hinter sich. Das wäre dann eine Überraschung. Und ich bin da. Alter, dabei. Willst du mich verarschen oder was? Sieht man das hier? Warte hier. Oh, hast du das auch so aufgeschrieben, oder was? Ey, da sind wir uns ja ein... Ja gut, Pommes, du musst dir jetzt was anderes überlegen, weil das haben jetzt schon Kretsche und ich. Endlich mal vor Pascal. Ja, aber warum darf Pascal der auch vor mir reden? Haben wir doch vorhin ausgemacht, Kretsche. Das hast du Mimi zu verdanken. Das tut so gut. Und negative Überraschung? Boah. Erlangen wäre keine negative Überraschung mehr, muss ich leider dazu sagen. Nach der letzten Saison glaube ich auch nicht, dass sie sich dieses Jahr großartig stabilisieren. Wenn es stimmt, dass sie Beziak noch holen, ist das jetzt auch nicht meiner Meinung nach der Spieler, der sie maximal nach vorn katapultiert. Aber abwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Löwen ihren Negativtrend stoppen können.
Wenngleich platzierungstechnisch schlechter als letztes Jahr geht es ja auch schon gar nicht mehr. Finde Martinovic, Heimann, Notdorf, das sind gute Verpflichtungen. Also negative Überraschung dieses Jahr für mich. Oh, das ist hart. Das ist hart zu sagen. Dann bleibe ich bei Erlangen, weil erwartet man immer mehr und vielleicht wird es wieder nicht reichen. Habt ihr das Gesicht von Pommes schon wieder gesehen? Jetzt bin ich gespannt. Pascal. Naja, ich habe eben meine Tabelle gesagt. Ich habe ja, wer steigt ab, wer direkt davor ist. Und jetzt sagt er genau diese Mannschaften und vorne hat er halt. Also, dann sage ich einfach mal, weil ich war bei Gummersbach, Melsungen, Rhein-Neckar-Löwen, Hannover, habe ich so für mich ein Ranking gemacht. Habe da auch Gummersbach auf 5, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kommt mal hier noch ein erfahrener Mann dazu. Eine coole Truppe, cooler Trainer. Es wird, glaube ich, nicht einfach, eben dieses Niveau des letzten Jahres nochmal zu steigern, aber ich traue es ihnen zu. Bin aber bei Rhein-Neckar-Löwen wirklich so, dass ich sage, eben mit Heimann, ich klopfe mal auf Holz, ich hoffe, er bleibt fit, dass er wieder fit bleibt, auch im Angriff wieder mehr spielen wird, dass er der Mannschaft helfen wird. Martinovic finde ich ein überragender Spieler. Ja. Ich bin mir sicher, er wird Melsungen sowas von fehlen. Habe ich damals schon gedacht, wie kann man den jetzt schon wieder weglassen? Also da sehe ich auch für Melsungen Probleme auf dieser Position mit Christopanz. Ja, wer ist noch neu dazugekommen, auch in Skandinavia? Enerleit. Also wie gesagt, Martinovic wird ihnen fehlen, hundertprozentig. Deswegen sage ich jetzt einfach mal auch aufgrund der letztjährigen Leistung, dass positive Überraschungen die Rhein-Neckar-Löwen sind, auch wenn es vielleicht keine Überraschung ist mit den Verpflichtungen, aber sie werden sich in der Tabelle weit nach vorne katapultieren, glaube ich. Und unten, hat Kretschi gerade auch gesagt, also Erlangen wird Probleme bekommen, hatten letztes Jahr schon Probleme und ich sehe momentan auch mit der Fluktuation da im Kader, ja, das muss auch erstmal alles funktionieren. Also ich glaube, es wird eine schwierige Saison für Erlangen. Und wo siehst du dann die Löwen? Also wenn du sagst, sie werden sich weiter nach oben arbeiten? Na, ich habe jetzt, in meinem Ranking gerade ist Gummersbach, dann habe ich Melsungen und dann Rhein-Neckar-Löwen und dann erst Hannover. Okay. Krass, ich finde, aber Kretschel, du hast jetzt überlegt, weil mir geht es genau wie Pommes, das wäre auch Gummersbach, Löwen. Ich glaube auch genau wegen den Verpflichtungen. Ich glaube auch, dass Hinze jetzt seinen Plan wieder besser umsetzen kann in dieser Saison, nachdem die letzte echt sehr, sehr schwer war. Vor allem mit Ganyats Verletzung und so. Aber habe ich dich richtig verstanden, Gretsche, dass du sie überlegt hast, sie als negative Überraschung nochmal zu nehmen? Oder habe ich das falsch verstanden? Die Löwen? Ja. Ja, ich glaube einfach, dass die Ganyats-Verletzung zu hart wiegt bei den Löwen. Dass das nicht, ja, das wäre für mich der Schlüssel gewesen, um sich wieder zu erholen und wirklich weiter nach vorne zu arbeiten. Heimann kann das durchaus, aber ich traue ihnen keine Quantensprünge zu. Ich traue ihnen eine Stabilisierung zu, aber ich glaube nicht, dass sie Quantensprünge in der Tabelle machen werden. Also sagen wir mal so, wenn Pommes jetzt, also meine ersten 5 stehen ja fest, Melsungen, dahinter kommt direkt Gummersbach. Dann kommt für mich aber Hannover und Leipzig schon auch noch vor den Löwen. Also in meiner Tabelle. Sehr spannend. Dann bleibt nur noch zu sagen, also Heinevetter in Eisenach, das kann ganz toll oder ganz schrecklich werden. Das ist von Mimis Zeit nochmal fest. Das war meine Lieblings-Prediction. Nein, Spaß beiseite, Männer. Das hat wieder extrem Spaß gemacht. Oh, noch ganz kurz. Supercup-Gewinner, das erste Highlight der Saison. Sagt mir einfach nur, wer den gewinnt, Pommes. Ich sage, es gibt ein 7-Meter-Werfen und da wird sich Berlin durchsetzen. Boah, okay. Kretsche? Ich sage Berlin. Aber in regulärer Zeit. Okay. Ja, klar. Mimi? Klar. Sollen wir jetzt mal einheimisch gehen? Eine Lage gehen. Einheimisch. 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 Eine Lage. Immer eine Lage. Hashtag einheimisch, Hashtag eine Lage. Berlin. Also, du kannst machen, was du willst, weil ich sage Magdeburg. Ich sag Berlin. Denn ich glaube, dass. Oh, dann bin ich der Einzige. Okay. Ich glaube, dass die da schon Bock drauf haben, direkt mal wieder die erste.
den ersten Pflock reinzuhauen in der Saison. Wird denn diese Sendung Harzblut vor eurem Auftritt in Magdeburg ausgestrahlt oder erst danach? Erst danach. Ich bin doch kein Opportunist, du. Das lasse ich mir doch jetzt nicht vorwerfen. Das ist doch geradezu lächerlich. So, Freunde, Spaß beiseite. Es hat wieder mega Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Danke für euren Input. Nach dem 5. Spieltag gibt es wieder Harzblut. Genau diese Runde. Ich freue mich jetzt schon drauf. Dann wissen wir auch schon ein bisschen mehr, ob unsere Tabellen und die Leistung von Heinevetter mit den Prognosen übereinstimmt. Und nach dem Supercup machen wir direkt Kretsche Schmieso. Ne? Kretsche, da machen wir, ja, hängen wir uns direkt dran und machen auch nochmal so eine kleine Saisonvorschau, dann wir zwei. So. Wir sehen uns alle am Samstag, außer Mimi, denn ihr beiden seid ja wohl in Düsseldorf dabei, richtig? So ist es. Große Freude. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, Pommes. Das ist einfach geil. Wir brauchen jetzt immer einen, der mit dieser Funktion reinkommt. Großen Lob. Macht es gut, Leute. Sehen uns zum Supercup auf dein am Samstag Nachmittagabend. Bis denne. Ciao. Ciao von da ab.